Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Keeper und dem Luschenreich. Ich freue mich schon auf eure königliche Durchlaucht Justin Bieber zu treffen, der sich ja wahrscheinlich irgendwo hier aufhalten wird. Ja, wahrscheinlich auch noch irgendwo Twerking Miley in der Mitte der Karte oder sowas. Also ernsthaft, ich finde die beiden mittlerweile so lächerlich, dass ich mich bei deren öffentlichen Auftritten nicht mal mehr schadenfroh über sie äußern kann. So traurig ist es mittlerweile schon. Sehr schade. Naja, das Erste, was wir tun in diesem Level, ist uns erstmal hier ein Areal frei zu schaffen. Dafür graben unsere Imps sich fleißig durch die Unterwelt. Sergeant Klumpfuß haben wir jetzt leider nicht mehr dabei. Wir haben uns gar nicht gebührend von ihm verabschiedet. Aber irgendwann kommt immer der Punkt, an dem man gehen lassen muss. Und damit rede ich nicht von einem Furz oder von irgendwelchen Damenwänden. Nein, ich rede tatsächlich von Bekanntschaften. Ansonsten ist diese Karte ähnlich wie die letzte. Wir kämpfen gegen einen Helden, der uns mit Patrouillen nerven wird. Allerdings ist der große Unterschied zur letzten Karte, dass der Feind außerdem über einen großen, über eine große Festung verfügt, die es uns natürlich schwerer macht, ihn zu bekämpfen. Diese Festung befindet sich hier im ganzen oberen Bereich der Karte, also quasi das Gegenstück zu unserem Areal. Mit dem Unterschied, dass er Juwelen hat, mit denen er nichts anfangen kann, weil er keine Juwelen braucht. Aber gut. Das Erste, was wir wie immer machen, Versteck und Hühnerfarm. Das sollte auch groß genug sein, um Teufler anzulocken. Nun, jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, entweder hier was abzuernten oder hier oben. Was wir sowieso außerdem machen sollten, ist hier Gänge hochziehen. Und auch diese Goldadern vom Feind abzuschirmen. Ich denke, das ist eigentlich gar nicht dumm, das zu tun. Den Eingang können wir auch immer noch einnehmen. Da haben wir schon das erste Level 2 Skelett, was wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Hier befinden sich also auch ein paar neutrale Kreaturen, die man retten kann. Das ist ja sehr nett. Und hier werden wir jetzt mal so einen Strich ziehen. Und hier ziehen wir so einen Strich. Und das sollte dann auch schon genügen. Ja, damit hätten wir zum einen diese, im Grunde alle Rohstoffquellen, die es auf dieser Karte gibt, abgesehen von den Juwelenvorkommen, für uns reserviert. Wichtig ist eben, dass wir die auch sichern. Habe ich hier jetzt wieder einen Fehler gemacht. Das kann ganz gut sein, dass ich mich hier jetzt wieder irgendwo hingegraben habe, wo ich gar nicht hin will. Ich bin mir nicht sicher, aber gut. Das ist ein Level 2 Riese, mit dem wir allerdings eigentlich fertig werden sollten, wenn wir hier die Skelette und die Spinnen bemühen. Na? Also die Riesen hauen relativ stark zu. Im Gegensatz zum Barbaren haben sie aber sehr wenig Leben. Was ich jetzt recht... Ja, komm, mach die auch nochmal weg hier. So, diese Areale gehören jetzt uns. Es wäre schön... Ich habe auch echt ein unglaubliches Talent dafür, mich einfach immer wieder falsch durch das Dungeon-Reich zu graben. Jetzt kann ich sowieso nicht mehr ändern. Ich finde, wir sollten mit dem Goldschürfen hier unten anfangen. Das ist sicherer. Wenn hier unten auf einmal, oder da oben beziehungsweise, auf einmal Gegnertrupps auftauchen, dann könnten sie sich ziemlich schnell an unserer Schatzkammer vergreifen. Deswegen werde ich die erstmal hier hinbauen. Die muss ja auch nicht besonders groß sein erstmal. Hauptsache, man hat so die ersten 10.000 auf dem Bankkonto. Was haben... Das ist natürlich toll. Ein Level 4 Dieb. Noch ein Level... Level 4 Dieb. Ja. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr müsst eine Schatzkammer bauen,
um Gold zu lassen. Zwei Level 4 Diebe, die ich nicht besiegen können werde. Oder? Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Nee. Ja, Leute, das war's auch schon. Das können wir im Grunde nochmal machen. Das hat keinen Sinn, ganz ehrlich. Wenn das schon so anfängt, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich langgraben kann und wo nicht. Ich meine, der Rest des Anfangs war ja nicht schlecht, aber wenn das so beginnt, dann mache ich mir nicht die Mühe, die Fehler ausbessern zu wollen. Zumal wir jetzt sowieso wahrscheinlich gestorben wären. Ich meine, das waren jetzt doch 4 Level 4 Diebe und da kann ich nicht gegen anstinken. Nicht mit den Kreaturen, die ich da hatte. Dann graben wir uns hier durch. Hier war das ja okay. Hier konnte man das machen, hier allerdings nicht. Direkt hier fängt dieser dritte Bereich an, der direkt hier anschließt an irgendeinen Raum oder sowas. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ich mache das ja. Ist ja gut. Ich finde es ja so unglaublich geil, zweimal die gleichen Sachen zu machen. Wo rennst du hin? Das ist ein leerer Raum. Und wenn du ihn als Klo benutzen willst, dann werde ich deine Beckenböden auseinanderreißen. So. Bis hierhin war das, glaube ich, noch okay. Hier nehmen wir das. Bis da oben hin. Da kommt gleich der Riese. Jo, da ist er. Da wartet er schon auf mich. Hier will ich außerdem hier unten hin. Wo habe ich eigentlich die Spinnen hergeholt, frage ich mich gerade. Okay, die Spinnen waren also hier und die Skelette auf der anderen Seite. Cool. Jetzt habe ich hier schon wieder reingegraben. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich lasse es jetzt. Ich grab mich da jetzt nicht vor. Ich behalte das, was ich hier unten habe. Der Rest kann da meinetwegen später nachkommen. Ich frage mich, ob wir in diesem Level Teufler kriegen können. Denn ohne ihre stetigen Flatulenzen verfüge ich ja längst nicht über so viele Biowaffen. Hühnerfarm. 25 Felder waren das. Es müssen noch 25 Felder sein, oder? Ich glaube, ich habe das. Jo, das sind 25 Felder. Also reicht hypothetisch für den Teufler. Genauso wie diese 25 Felder für den Teufler reichen. Jo, dann. Den Mantau. Los. Dieser Bereich sollte außerdem reichen, um einen sehr großen Dungeon bauen zu können. Deswegen muss ich eigentlich nur erstmal das Areal sichern. Und das restliche weiß ich nicht. Also wenn wir dann Gold brauchen. Es kommt tatsächlich als erster ein Teufler. Interessant. Fliegen hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, oder kommt mir das nur so subjektiv vor? Aber irgendwie fliegen gar nicht mehr. Aber man kann Fliegen auch einfach nicht mehr gebrauchen. Es ist nicht so, als wenn ich... Ich würde sie wahrscheinlich zurückschicken. Wobei eigentlich zwei Fliegen kann man... Also wenn man nur eine Fliege hat, würde ich sie opfern.
Wenn man es, ja. Im Grunde kann man Fliegen nur opfern. Was will man damit sonst machen? Das wird unser schöner Trainingsraum. Direkt anschließend an die Hühnerfarm. Die Bibliothek, wo setze ich die denn hin? Die muss ein bisschen ruhiger gelegen sein. Am besten... hier hinten irgendwo. Solltet ihr Heldenpatrouillen entdecken, sorgt dafür, dass keiner von ihnen entkommt. Sonst wird euer Anwesenheit aufgedeckt und das kann Ärger geben. Ich habe das... oh no. Ich habe das Gefühl, dass meine Anwesenheit sowieso... irgendwie immer aufgedeckt wird. Und sei es durch den Gestank, den die Teufler ausstrahlen. Aber eure königliche Durchlauchtheit, Justin Bieber. Er dürfte eigentlich mit seiner doch schon zweifelhaften Musik für genügend Lautstärke sorgen, um Teuflerforze zu überdecken. Hoffentlich. Die werden auf jeden Fall nicht rechtzeitig ankommen. Das ist gut. Ich habe nämlich noch nicht mal einen Trainingsraum. Das heißt auch keine starken Kreaturen, die irgendetwas ausrichten könnten. Wie viele Teufel haben wir? 4. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir hatten noch keinen Teufel Level 10 in diesem ganzen Let's Play. Das ist eigentlich echt eine Schande. Die Viecher muss man so weit bringen. Nicht, dass die noch irgendwelche tollen, mega geilen Sachen lernen würden, aber... die sind einfach stark. Ich glaube, das Einzige, was noch dazu kommt, ist diese Granate. Oder war das die Lenkechse? Ich weiß nicht. Nee, die Lenkechse kriegen sie eigentlich nicht. Aber die Granate. Also alle Angriffe des Teufels sind eigentlich furzbasiert. Und was auch noch aufgefallen ist, aber ich bisher nicht erwähnt habe, ist, dass Teufler immun gegen Wind sind. Die können eigentlich nicht von Wind weggeblasen werden. Sie sind einfach zu fett dazu, zu schwerfällig. Das heißt, die Teufler sind eigentlich die ideale... der ideale Gegenpart der Priesterin, die mit dem Wind nur so um sich bläst. Ich frage mich, ob der, die Furzschwaden, die der Teufel hinterlässt, von dem Wind physikalisch weggeweht werden. Darauf habe ich noch nie geachtet. Wir achten beim nächsten Mal mal drauf. Also das würde mich jetzt echt mal interessieren. War das Spiel damals schon so weit? Nee, eigentlich nicht. Ja, jetzt sollten wir uns sowieso nicht mehr rausgraben. Denn die erste Heldengruppe hat hier schon... alles ausgehöhlt. Wenn wir jetzt also hier einen Fuß raussetzen, haben wir direkt das ganze Areal, was die freigegraben haben, am Arsch. Ich weiß auch nicht, was das für eine Heldengruppe ist. Ich kann da ja nicht hingucken. Ich würde es gerne wissen. Problem, mein Geld wird nicht lange reichen. Aber vielleicht kriege ich es ja bis dahin hin. Ein paar starke Teufler zu trainieren. Von denen wir jetzt auch schon 6 Stück haben, oder? 7. 7 Teufler. Das ist die nächste Heldengruppe. Ich weiß nicht, welche Stufe die sind. Das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen. Dann könnte ich meine Chancen ausloten. So kann ich da keine Aussage treffen. Level 3 Teufler sind aber grundsätzlich nicht schlecht. Du gehst bitte hier sofort forschen. Komm. Wieder nur ein Zauberer, das ist doch nicht wahr. Ja. Ja. Wohin? Ja. Raus.